Dankeschön. Ist ja noch gar nicht vorbei. Dankeschön. Ja, schön, dass Sie da sind. Ich muss jetzt, bevor es mit der Aufzeichnung losgeht, noch ein bisschen was sagen, weil es ist ein bisschen peinlich, weil ich wollte eigentlich... Also ich spiele das Programm jetzt schon 6 Monate, muss ich sagen. Und ich hatte mir vorgenommen, für die Fernsehaufzeichnung, da wollte ich es eigentlich auswendig können, aber habe ich nicht gepackt. Ich wollte es eigentlich noch so machen, und dann ist es aber immer irgendwie zu Hause, man kommt zu nichts wirklich, das ist so schlimm. Und dann war eigentlich jetzt Sonntag, hätte ich noch Zeit gehabt, da wollte ich mich eigentlich hinsetzen und nochmal so richtig pauken und so, aber dann war auch wieder blöd, da bekam ich einen Besuch vom Freund von mir. Beziehungsweise Bekannter, muss ich wohl sagen, weil er ist Vater geworden vor ein paar Jahren. Er hat jetzt ein Kind. Was sage ich Kind? Ja, Terroristen. Komm, verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Kinder. Von mir aus Zaun drum, dreimal am Tag Fütterung, finde ich völlig in Ordnung. Aber dieses Kind wirklich, das ist unglaublich. Lars, ja, 4 Jahre alt. Ne? Kommt rein bei mir ins Wohnzimmer, taxiert erstmal so den Wert aller Gegenstände im Raum. Läuft dann direkt auf meine Box zu und sticht mit dem Zeigefinger unten in den Tieftöner rein. Ich war super. Mich so geärgert, dass ich mir nicht diese Boxen gekauft habe, da von Bang & Olufsen mit dieser Metallplatte vorne drauf. Da hätte ich wenigstens den Finger dran gebrochen. Ich weiß, es ist hart. Und Jesus hat gesagt, lasst die Kindlein zu mir kommen. Ja. Aber der hat auch keine Boxen gehabt für 1200 Mal. Dieses Kind benimmt sich überall so, als wäre es zu Hause. Ich meine, die Eltern sind Lehrer, das sagt ja wohl alles. Also, das ist das absolut Letzte, wenn Pädagogen Kinder erziehen. Also, Hans-Peter, also so heißt der Vater nicht, Hans-Peter kauft auch immer noch pädagogisch wertvolles Spielzeug. Ne? Holz. Ne? Alles immer aus Holz. Das arme Kind. Ich sage immer, wenn Hans-Peter etwas mehr Sinn hätte für Plastik, dann wäre ihm die Sache mit Lars gar nicht passiert. Aber Hans-Peter... Ja. Hans-Peter sagt halt, Holz ist pädagogisch, sagt er. Und Plastik wäre halt nicht gefühlsecht und da ist es halt passiert. Obwohl ja Inge, also seine Frau, sich wirklich bei der Verhinderung alle Mühe gegeben hat. Wirklich, sie hat jeden Morgen ihre Temperatur gemessen. Der hat sie mir als Brühwarm erzählt. Sie hat immer so eine Karte eingetragen. Na klar, Hans-Peter... Emanzipierter Ehemann hat sich natürlich auch an der Verhütung beteiligt. Hat also auch jeden Morgen seine Temperatur gemessen. auch immer in seine Karte eingetragen. Er hat es mal erklärt. Er hätte das aus seinem Verständnis von gleichberechtigter Partnerschaft herausgemacht. Er war immer mit dem Kursus. Er hat Presswehen simuliert, 6 Monate lang. Und am Ende dann, ne, Kaiserschnitt, alles umsonst. Na gut. Da war plötzlich da der Lars. Obwohl Hans-Peter und ich ja früher mal gesagt haben, nein, in diese Welt setzen wir keine Kinder. Ich habe ja früher alle gesagt, 70er Jahre, nicht wegen Umweltverschmutzung und so, nicht in diese Welt, keine Kinder. Und jetzt, wenn ich mich umschaue im Bekanntenkreis, wirklich wie die Karnickel. Es war ja auch Quatsch. Als wenn die Welt früher besser gewesen wäre, als wir geboren wurden damals. 1960, da gab es nicht mal Pampers. Da gab es das alles noch gar nicht, was Kinder heute für ihre Entwicklung bekommen. So ganz selbstverständlich einfach. Kein Super Nintendo, keine World Wrestling Federation, nix. Keine Fruchtzwerge, gar nichts. Ich meine, heute ist ja nun auch nicht alles so negativ. Also sicher, die Kinder wachsen heute in eine entfremdete und hochtechnisierte Zukunft rein, aber ich meine, es ist ja besser als gar keine Zukunft. Wir haben nach Zukunft gar nicht mehr geglaubt, als wir jung waren. Wir haben nur gedacht, die Welt sei politisch-ökologisch am Ende da, Treibhauseffekt, Atomkraft, Wettrüsten, Waldsterben. Da haben wir gedacht, Zukunft kannst du vergessen. Deswegen haben wir uns ja dann fürs Lehramt eingeschrieben. Weil wir gedacht haben, komm, eh wurscht. Und wenn schon keine Zukunft, dann wenigstens nachmittags frei. So haben wir es jetzt. Dann kam ja der Wendepunkt. Dann dauerte das ja mit dem Waldsterben. Der Wald stirbt ja jetzt schon seit 16 Jahren. Seit ein paar Tagen geht es ihm ja sogar angeblich besser. Ich meine, da weiß man ja gar nicht mehr. Oder die Klimakatastrophe. Ich meine, das macht mich ganz nervös. Gut, ich weiß, Entwarnung ist nicht angesagt. Die Gletscher in den Alpen schmilzen, die Wüsten breiten sich aus. Aber das dauert irgendwie, bis das alles mal so richtig zusammenbricht. Und das lähmt dann auch irgendwie die Panik.
Ich schaffe das manchmal gar nicht mehr, dieses ständige Panikgefühl aufrechtzuerhalten. Wirklich. Es gibt Momente, da habe ich Anfälle von Optimismus. Wirklich. Also da geht es mir derart gut, wirklich, das macht mich depressiv. Dann sitze ich da zu Hause und denke, ach du Scheiße, nicht, da kommt ja immer mehr Zukunft auf dich zu. Nicht? Und da war ich nicht drauf vorbereitet. Nicht? Jetzt stehe ich da, nicht? Meine ganze Generation, wir haben uns ja diese ganzen neuen Technologien und so, also da haben wir uns ja gar nicht mehr mit beschäftigt, weil wir gedacht haben, das brauchen wir nicht mehr. Ne? Und jetzt stehen wir da wie die Ochsen. Ne? Jetzt muss ich da gucken, wie ich da klarkomme. Gut, ich versuch's da so ein bisschen so mit das jetzt zu verstehen. So, ich habe jetzt meinen Anruf beantwortet, habe ich digital über meinen PC laufen, habe mir da so ein PCM-CIA-Faxmodem installiert. Ich habe einen Schneidezahn verloren hier. Weil ich in die Tischplatte gebissen habe. Nee, aber trotzdem, ich bleib da dran. Ich habe noch nie vor einem Handbuch kapituliert. Ich will nicht so enden wie meine Eltern. Aber das finde ich auch schlimm. Meine Eltern, die haben wirklich, also die haben von Technik so gar keine Ahnung. Das finde ich dann auch schlimm. Wirklich. Meine Eltern, die haben seit 10 Jahren einen Videorekorder. Und jedes Mal, wenn die was aufzeichnen wollen, haben wir ein halbstündiges Telefongespräch. Wie ich schon meine Mutter am Hörer habe. Ja. Da ist kein Schalter. Oh. Nein, wirklich. Nee, ich blöd, Mann, ich versuch's ja immer noch zu erklären. Ich sag dann so, ist ja Mutter vorne, wenn du die Klappe runter machst. Da ist keine Klappe. Mutter vorne auf dem Videorekorder. Da ist kein Videorekorder. So will ich nicht enden. Wirklich. Ich bleib da dran. Ich habe da indessen jetzt sogar ein bisschen Spaß dran. So, es gibt ja auch ganz tolle Entwicklungen eigentlich gerade so in diesem Bereich. So, zum Beispiel habe ich jetzt was ganz Tolles gekauft, und zwar einen elektronischen Terminplaner. Kennen Sie die? Super Sachen gibt es da. Wobei, es gibt wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Wenn Sie sich sowas kaufen wollen, fragen Sie mich vielleicht nach oder so. Ich bin da hinten in der Garderobe, in der Pause oder so. Ich kenne mich da jetzt ein bisschen aus. Wirklich ganz schlimm finde ich die, wo man mit so einem Zahnstocher diese mikroskopisch kleinen Tastatur treffen muss. Die Leute erkennt man auch immer gleich an diesem verkniffenen Gesichtsausdruck. So. Die haben auch meist einen Flachmann mit Cognac in der Jackentasche. Um die Hand ruhig zu stellen. Ohne geht da gar nichts. Ich habe mir nicht so ein primitives Gerät gekauft, sondern einen Apple Newton. Das ist ganz toll. Also der hat überhaupt keine Tastatur mehr, sondern ein Handschrifterkennungsprogramm. Da schreibt man handschriftlich auf dem Display und er setzt das um. Das ist Wahnsinn, finde ich. Da schreibt man zum Beispiel Bernd anrufen und das Ding versteht Buenos Aires. Ja? Moment. Moment, aber wenn ich dann am nächsten Tag lese Buenos Aires, ja, da weiß ich doch, Mensch, du musst einen Bernd anrufen. Ja, ist das so toll. Wirklich, das schult das Gedächtnis. Wahnsinn.